Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 60 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um Odin, den Allvater und Herrn der Götter, der zugleich einer der wichtigsten, ältesten und komplexesten Götter der Germanen ist. In der nordischen Mythologie der Edda ist Odin der Hauptgott der Asen und Snorri schreibt zu ihm: Odin ist der vornehmste und älteste der Asen. Er beherrscht alle Dinge und wenn die anderen Götter auch mächtig sind, so dienen sie ihm alle doch wie Kinder ihrem Vater. Odin heißt Allvater, weil er der Vater aller Götter ist. Er heißt auch Wallvater, weil er all diejenigen als Söhne annimmt, die auf der Wallstadt sterben. Er nimmt sie in Valhalla auf, wo sie dann ein Herja heißen. Bereits aus dieser Beschreibung von Snorri können wir schon viel über Odin erfahren. In der nordischen Mythologie, so wie wir sie aus den Eddas und der Skaldendichtung kennen, ist Odin der Hauptgott und Herrscher der Götter. Obwohl er aber Allvater heißt, ist er nicht wirklich der Vater von allen Göttern. Und es gibt manche, die nicht von ihm abstammen. Seine Frau ist die Göttin Frigg, die Herrin von Asgard, und mit ihr hat er die Söhne Hermoder, Höder und natürlich Balder. Mit der Riesin Jörd hat er den Sohn Thor, mit Grindr hatte er Vidar und mit der Riesin Rindr den Gott Vali. Als weitere Söhne von Odin werden auch noch Tyr, Heimdall und Bragi zumindest an einigen Stellen erwähnt, wobei bei diesen eine tatsächliche Verbindung eher unwahrscheinlich ist und diese wohl nicht wirklich Söhne von Odin sein sollen. Der Titel Allvater ist hier also nicht ganz wörtlich zu sehen. Doch wie Snorri selbst schreibt, ist Odin der oberste und älteste der Asen und hat damit eine Art väterliche Führungsrolle für die anderen Götter inne, auch wenn nicht alle tatsächlich seine Kinder sind. Aber auch die Funktionen von Odin gehen noch deutlich weiter als nur das, was wir von Snorri erfahren. So ist Odin nicht nur der Göttervater, Herrschergott und Totengott, sondern auch ein Gott der Dichtkunst, ein Gott des Krieges, ein Gott der Magie, der Runen sowie ein Schöpfergott, und ein Gott der Heilung und der Ekstase. Er ist ein Gott mit starken schamanistischen Zügen und oft tritt er auch in Verkleidung auf und fordert andere zu Wettstreiten, meist zu einem Wissenswettkampf auf oder beeinflusst den Lauf der Dinge in Verkleidung, was Odin oft auch den Charakter eines Trickstergottes gibt, der mit seinen vielen Verwandlungen leicht ebenso vielgestaltig, gerissen und verschlagen sein kann wie Loki. Bereits diese Vielzahl an Rollen zeigt zum einen, dass Odin eine sehr komplexe Figur der germanischen Mythologie ist, aber zum anderen auch, dass er schon sehr lange Teil der germanischen Kultur und Glaubenswelt war und an verschiedenen Orten für verschiedenste Dinge verehrt wurde. Daher überrascht es auch nicht, dass Odin nicht nur während der Wikingerzeit in Skandinavien bekannt war, sondern im gesamten germanischen Kulturraum schon seit der Antike. Im Norden war er als Odin bekannt, bei den Angelsachsen in England aber als Woden, bei den Langobarden als Godan, sehr selten auch als Wotan, auf Altfränkisch wird er Wodan genannt, auf Althochdeutsch dann Wutan oder Wuotan. Der oft genannte Name Wotan für die südgermanische Bezeichnung von Odin geht dagegen größtenteils auf Richard Wagner zurück. Und allgemein wäre eigentlich Wodan oder Wutan als südgermanischer Name für Odin zu sehen. Entwickelt haben sich diese Namen alle aus dem urgermanischen Wodanas und sind vermutlich mit den Wörtern für Wut oder Besessenheit verwandt. In seiner Erscheinung wird Odin typischerweise, vor allem in späten Darstellungen, mit einem Mantel und einem Hut mit breiter Krempe gesehen und er trägt seinen Speer Gungnir als Wanderer bei sich. Dieser Speer wurde von den Zwergen im Rahmen von Lokis Wette geschmiedet und zeichnet Odin auch als den Speergott aus, als der oft auch zu erkennen ist. Dazu trägt Odin auch noch den mächtigen Ring Draupnir, ebenfalls ein Produkt der Zwerge, aus dem sich alle 9 Nächte 8 Kopien abspalten. Besonders gut zu erkennen ist Odin dann natürlich auch noch dadurch, dass er nur ein Auge hat, da er sein anderes Auge am Brunnen von Mimir für einen Schluck aus dem Brunnen der Weisheit opfern musste. Für diesen Preis aber erhielt er große Weisheit und gewaltiges Wissen. Und schließlich wird Odin auch noch von seinen beiden Raben Hugin und Munin begleitet, wegen denen er auch als der Rabengott bekannt ist, sowie von seinen Wölfen Geiri und Freki. Und ganz besonders wichtig ist auch sein Pferd Sleipnir, das 8 Beine hat und das beste aller Pferde ist. Besonders Pferde waren Odin geweiht und Odin wird häufig auch reitend dargestellt. Viele dieser Attribute reichen auch schon sehr weit in der Geschichte zurück und Odin kann bereits früh an diesen erkannt werden. Sehr oft erscheint Odin aber als Reisender und Wanderer in Verkleidung. Er gibt sich oft unter Decknamen aus und kommt zu Helden, Fürsten und anderen, oft um Dinge zu erfahren oder deren Schicksal zu leiten. Odins Hallen in Asgard sind dann sowohl Valhalla wie auch die Halle Hlidskjalf, wobei dieser Name auch für Odins Thron verwendet wird.
Auch dieser Thron hat mächtige magische Kraft und erlaubt es jedem, der darauf sitzt, alles in den neun Reichen zu überblicken und an jeden Ort der Welt zu schauen. Die ältesten Belege für Odin finden wir möglicherweise schon in der skandinavischen Bronzezeit, durch Felsenzeichnungen in Südschweden, die eine große Göttergestalt mit einem Speer zeigen, was ja die typische Waffe von Odin wäre. Eindeutige Belege für Odin gibt es aber dennoch auch schon in der Antike, bei römischen Autoren wie Tacitus oder auch Cäsar. Bei diesen wird Odin mit dem römischen Gott Merkur gleichgesetzt und es heißt bei Tacitus, dass der germanische Merkur einer der drei Hauptgötter der Germanen sei. Hier wird Odin also neben Thor und Tyr als einer der Hauptgötter der Germanen genannt. Anzumerken ist dabei aber, dass Odin hier nicht die Stellung des obersten Gottes oder des Göttervaters zu haben scheint. Diese Rolle scheint in der Antike noch eher dem Himmels- und Kriegsgott Tyr zuzufallen. Mit Merkur wurde Odin nun vor allem wegen seiner äußerlichen Merkmale gleichgesetzt. Beide wurden häufig mit einem breitkrempigen Hut, Mantel und Stab bzw. bei Odin Speer gezeigt. Dazu teilen sich die beiden auch eine ganze Reihe von weiteren Merkmalen. Merkur dient bei den Römern auch als ein Seelenführer ins Jenseits und ist damit ebenso wie Odin ein Totengott. Beide reisen viel umher. Und Odin könnte zum Teil sogar als Handelsgott gesehen worden sein, wie es auch bei Merkur der Fall war, wenn auch nur in begrenztem Maße. Und schließlich wurde dem Gott Merkur ebenso wie Odin die Rolle eines großen Redners zugesagt, womit Odin wohl schon früher als ein Gott gesehen wurde, der viel durch die Welt reist, ein Gott der Redekunst und Dichtkunst ist und ein Gott des Todes war. Als germanischer Merkur wurde Odin dabei nicht nur bei römischen Autoren genannt, sondern es finden sich auch zahlreiche von Germanen aufgestellte Weihesteine nach römischer Art, die seinen Namen als germanischer Merkur tragen. So erscheint er zum Beispiel als Mercurius Kimbrianus, also Merkur der Kimbern, auf 5 Weihesteinen bei Würzburg, Mainz und Heidelberg oder auch in einer Inschrift als Mercurius Rex, also königlicher oder herrschender Merkur. Von hier wird Odin dann immer wieder im gesamten germanischen Raum im Rahmen von Inschriften, Bilddarstellungen und Mythen erwähnt und hat bis zum Ende der heidnischen Zeit eine ungebrochene Geschichte als Gott der Germanen. So ist auf den Brakteaten, goldenen Schmuckstücken der Völkerwanderungszeit des 5. und 6. Jahrhunderts, immer wieder der einäugige Odin mit vielen Attributen wie Pferd, Raben und zusammen mit Runen zu sehen. Und er taucht in der mythischen Geschichte der Langobarden aus dem 7. Jahrhundert auf. Dazu kommen Darstellungen wie die Torslunder Helmplatten aus der Wendelzeit aus dem 6. bis 8. Jahrhundert, auf denen Odin als Kriegsgott, aber auch als Gott der Wut und Ekstase gezeigt wird. Eine sehr interessante südgermanische Erwähnung von Odin findet sich dann im 10. Jahrhundert in den sogenannten Merseburger Zaubersprüchen, die auf Althochdeutsch verfasst wurden. Im zweiten Spruch wird beschrieben, wie Wodan und Balder durch den Wald reiten, aber dann das Pferd von Balder sich das Bein verletzt. Daraufhin kommen eine ganze Reihe von Göttern hinzu und versuchen das Pferd zu heilen, aber niemand schafft es, bis es Wodan tut. Mit dem Spruch Bein zu Bein, Blut zu Blut und Glied zu Glied, als wenn sie geleimt wären, richtet Wodan das Bein des Pferdes und heilt es damit. Dieser Zauber und dass die Germanen an diesen tatsächlich glaubten, wird uns auch wiederum dadurch belegt, dass die gleiche Szene auch auf den älteren Brakteaten bereits zu finden ist. Besonders häufig erwähnt und wichtig wurde Odin dann im Rahmen der nordischen Skaldendichtung. Kein anderer Gott ist in den Keningar und Mythen der Skaldendichtung mehr vertreten als Odin. Zugleich aber hatte Odin dann in der Wikingerzeit und damit der späten heidnischen Zeit keine so dominante Stellung mehr. Hier wurde er scheinbar deutlich weniger angebetet und Thor übernimmt die Rolle als wichtigster Gott, wobei aber Odin zumindest in den Geschichten und Mythen die Rolle als Herrscher und Allvater behält. Thor hat aber letzten Endes mehr Mythen um sich und war beliebter. Dies geht vermutlich vor allem auf einen starken Herrscherkult um Odin in Skandinavien, der Fürsten und Könige zurück, sowie auf Odins Rolle als Gott der Dichtkunst, den natürlich eben die Dichter, also auch die Verfasser der Skaldendichtung, in ihren Geschichten und Gedichten besonders ehren wollten. So finden sich durch die Geschichte hinweg und überall im germanischen Kulturraum also viele Belege für Odin, die auch bereits eine ganze Reihe seiner Rollen und Funktionen belegen, die ihm über die Zeit hinweg und von verschiedenen germanischen Stämmen zugeschrieben wurden. Zu vielen von diesen Funktionen sind uns aber auch noch passende Mythen von Odin überliefert. Als Herrschergott wird Odin nun natürlich schon durch Snorri sehr klar beschrieben und er wird oft als Allvater und Herr und König von Asgard gezeigt und taucht in dieser Rolle immer wieder in vielen verschiedenen Mythen hinweg auf und wird so genannt.
Ähnlich ist es auch mit seiner Rolle als Kriegs- und Totengott. Als solcher herrscht er auch über Valhalla und ihm dienen die Walküren, die als Totendämonen die gefallenen Krieger vom Schlachtfeld zu Odin bringen. Dazu kommt die Vorstellung an vielen Orten, dass Odin der Anführer des wilden Heeres und der wilden Jagd ist und die häufige Erwähnung in Mythen und Sagen, dass Odin den Helden und Fürsten darin den Sieg oder den Tod in der Schlacht zuteil werden lässt. Von der Geschichte der Langobarden bis hin zu den Sagas von Island wird dies immer wieder erwähnt und gezeigt. In seiner Rolle als Kriegsgott tritt er auch noch im Zusammenhang mit dem Vanenkrieg hervor. Darin führt Odin die Asen gegen die Vanen in die Schlacht und er wirft seinen Speer über das feindliche Heer und damit weiht er es für den Krieg und damit beginnt auch der erste Krieg der Welt, der so von Odin begonnen wurde. In der Kosmologie und dem Schöpfungsmythos der Germanen trägt Odin dann in der nordischen Mythologie auch noch die Rolle eines Schöpfergottes. Zusammen mit seinen Brüdern Vili und Ve erschlug Odin den Urriesen Ymir und machte aus seinem Körper Midgard als Welt der Menschen und je nach Quelle ebenfalls zusammen mit Vili und Ve oder mit den Göttern Lodur und Hönir fand er dann am Strand zwei Holzstücke und machte aus diesen die ersten Menschen Ask und Embla. Damit ist Odin auf gewisse Weise auch der Schöpfer und Vater der Menschen. In ähnlicher Funktion als mythischer Stammvater führen auch viele Königsgeschlechter und Helden ihre Abstammung auf Odin zurück. Darunter legendäre Familien wie die Völsungen, die Skjöldungen oder die Jinglinger und auch die Königshäuser der Angelsachsen führen sich auf Odin zurück. Wobei hier anzumerken ist, dass Odin auch erst im Verlauf der Schöpfung hinzukommt und nicht der ursprüngliche Schöpfergott ist, sondern selbst ein Sohn von Bor und Bestla. Als Gott der Heilung zeichnet ihn bereits der zweite Merseburger Zauberspruch aus, aber auch im angelsächsischen Neunkräutersegen wird er als Woden erwähnt und mit den Heilkräutern in Verbindung gebracht. Odins sehr bedeutende Rolle als Gott der Dichtkunst zeigt uns dann ein Mythos, der sowohl von Snorri wie auch schon in der älteren Skaldendichtung belegt und überliefert ist. So wird hier berichtet, dass Odin die Dichtkunst in Form des magischen Skaldenmets, der aus dem Blut von Kvasir, dem weisesten aller Menschen, gebraut worden war, vom Riesen Suttung stiehlt und damit zur Welt bringt. Dazu bricht er in die Burg des Riesen ein, verführt seine Tochter und kann schließlich den Met trinken. Da aber verwandelt sich Odin in einen Vogel und nimmt nicht nur einen Schluck, sondern den gesamten Met in den Schnabel und fliegt damit davon. Verfolgt von Suttung verliert Odin bei seiner Flucht einen Teil des Mets, der zur Erde fällt, und den Rest bringt er nach Asgard. So brachte Odin die Dichtkunst zu den Göttern, aber auch zu den Menschen und ist daher als Gott der Dichtkunst bekannt. Besonders wegen dieser Funktion wurde Odin auch von den Dichtern und Skalden der Germanen verehrt und hatte für sie eine ganz besondere und zentrale Rolle, was auch entscheidend dazu beitrug, dass wir eben von Odin in der Skaldendichtung so oft hören. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Odins Rolle als Gott der Runen. Um die Schrift als erster zu erlernen, musste Odin ein großes Opfer bringen und er hängte sich selbst am Baum Yggdrasil und durchbohrte sich mit seinem eigenen Speer. Als er dort am Baum hing, erlangte er die Runen und brachte sie dann erneut zu den Göttern und zu den anderen Wesen, darunter auch den Menschen, wodurch er auch hier zum Finder und Bringer der Runen wurde. Besonders seine magischen Kräfte und seine Rolle als Gott der Magie werden dann im Lied Havamal aus der poetischen Edda gezeigt. Darin listet Odin 18 Zaubergesänge, sogenannte Galdar, auf, die er beherrscht. Interessant ist hier aber, dass Odin nicht nur Galdar, sondern auch Saidr verwendet, eine andere Form der Magie, die eher Frauen zugeordnet wird und eigentlich diesen vorbehalten ist. Dennoch aber praktiziert auch Odin diese eigentlich eher weibliche Form der Magie. Eine Tatsache, auf die auch Loki hinweist, als er in der Lokasenna meint, dass Odin deshalb geradezu der unmännlichste Gott von allen sei. Sowohl durch Galdar und Saidr, wie auch durch Runenmagie, Heilzauber und ähnliches, ist Odin also auch ein zentraler Gott der Magie. Und darüber hinaus zeigen diese Aspekte Odin auch als einen schamanistischen Gott. Noch deutlicher gezeigt wird dies aber durch Odins Rolle als Gott der Ekstase. Bereits Odins Name ist ja mit den Worten für Wut und Besessenheit verwandt, und von der Antike bis zur späten heidnischen Zeit sehen wir auch diesen Aspekt von Odin, weniger in Mythen, dafür aber in der Kultur der Germanen. Schon in der Antike hören wir von Krieger- und Maskenkulten um Odin, die Tanz, Trance und Ekstase nutzen und sich mit ihren Tiermasken in diese Tiere verwandeln wollen. Durch diese wird aber nicht nur seine Rolle als Kriegsgott verdeutlicht, sondern auch als Gott der Ekstase und als ein schamanistischer Gott.
Gezeigt wird dies zum Beispiel durch die Toslunder Helmplatten, auf denen Odin sogar tanzend dargestellt ist. Aber auch die berühmten Berserker gehen auf eben diese Kriegerkulte um Odin zurück, bei denen Ekstase und Trance entscheidend und zentral war. Eine sehr große und zentrale Rolle ist dann aber auch noch Odins Rolle als Gott der Weisheit und des Wissens. Und auch für dieses Wissen war Odin stets bereit, so manche Reise zu unternehmen und große Opfer zu bringen. So berichtet ein Mythos davon, dass Odin sein eigenes Auge opferte, um einen Schluck aus dem Brunnen von Mimir zu trinken, wodurch er große Weisheit und Wissen erhielt. In zwei Liedern der poetischen Edda stellt er dann sein Wissen auch aktiv unter Beweis. Im Vafthrudnismal reist er verkleidet zum Riesen Vafthrudnir und liefert sich mit diesem einen Rätsel- und Wissenswettkampf. Und dann im Grimnismal wetten Frigg und Odin darum, welcher Sterbliche der bessere sei. Und Odin reist als Grimnir verkleidet zu König Geirrød, um dessen Gastfreundschaft zu testen. Frigg aber hatte ihn überlistet und Geirrød davor gewarnt, dass ein mächtiger und böser Zauberer zu ihm kommen würde. Und so wurde Odin bei ihm gefangen genommen und gefoltert und erzählt dabei dem Sohn des Königs viel von der Welt und ihrer Geschichte und stellt sein Wissen unter Beweis, bevor er sich als der Gott Odin zu erkennen gibt und entkommt. Der zentrale Antrieb für Odin, all dieses Wissen und diese Weisheit zu erlangen, ist es nun, dass er das Schicksal ergründen will und das zu einem Zweck, um sich auf Ragnarök vorzubereiten. Odin weiß, dass das Ende der Götter irgendwann kommt und damit auch sein eigenes Ende. Und in dem Versuch, dies zu verhindern, sammelt er so viel Wissen, wie er kann. Ebenso wie er Krieger in Valhalla sammelt, um für den finalen Kampf ein Heer zu haben. Dennoch aber sollte ihn all sein Wissen, all seine Weisheit und all seine Krieger am Ende nicht retten können. Am Ende führt er sein Heer von Einherjern aus Valhalla in die Schlacht gegen seine Feinde. Doch trotz all seines Wissens und aller Ratschläge und aller Macht und Krieger kann er sein Ende nicht verhindern und er wird vom Fenriswolf verschlungen. So findet Odin durch den Sohn von Loki und den großen Wolf sein Ende. Dass Odin und die Götter das Schicksal auch nicht ändern können, zeigt sich aber schon davor. Als Balder schreckliche Träume hat, reist Odin nach Hel und befragt im Totenreich eine Seherin, um zu erfahren, was es mit Balders Träumen auf sich hat. Obwohl hier Odin erfolgreich erfährt, was geschehen wird, können es die Götter nicht verhindern. Und genau so soll es auch mit Ragnarök sein. Selbst der mächtige und weise Odin ist trotz all seiner Rollen und Macht dem Schicksal unterworfen und wird sein Ende finden. Zuvor aber taucht Odin noch immer wieder außerhalb der Göttermythen in zahlreichen Sagas und Heldengeschichten auf. Einen solchen Auftritt hat er zum Beispiel in der Saga der Völsungen. So ist Odin nicht nur der Stammvater dieser Familie von Helden, sondern er bringt auch das legendäre Schwert Gram zu den Völsungen. Er kommt eines Abends während einer Feier in die Halle der Völsungen und rammt das Schwert dort in den Baum, der in der Mitte der Halle wächst. Niemand außer Sigmund kann es dort wieder herausziehen. Und mit diesem Schwert erringt Sigmund dann viele Siege und es ist das beste Schwert, das er jemals führen sollte. Später aber erscheint Odin erneut und nimmt in der Schlacht gegen Sigmund teil und sie treffen sich im Kampf und das Schwert zerbricht gegen seinen Speer. So findet Sigmund auch in der Schlacht den Tod, doch die Bruchstücke des Schwerts bleiben in der Familie der Völsungen und später wird es neu geschmiedet und wird zum Schwert von Sigurd, der damit den Drachen Fafnir tötet. Und schließlich wird Odin dann noch in den Texten der christlichen Zeit von christlichen Autoren noch einmal in einem anderen Licht gezeigt. Und zwar als ein großer Fürst und König der Menschen. Dies war Teil der Vermenschlichung von Göttern, wie sie bei christlichen Autoren sehr häufig und geradezu üblich ist. Bemerkenswert ist hier vor allem die Geschichte von Odin, die uns bei Snorri als Einleitung für seine Edda erzählt wird. Darin ist Odin ein Fürst aus Troja, der mit den Asen in Skandinavien einwandert. Und weil die Helden und Fürsten so mächtig erscheinen, wurden sie von den Leuten für Götter gehalten, obwohl sie eigentlich Menschen gewesen sein sollen. Hier bringt Snorri auch die These vor, dass die Asen deshalb Asen heißen, weil Troja ja im Osten, also in Asien liegt und sie daher kommen. Eine zweite und andere Version erzählt Snorri dann auch noch in der Ynglingasaga. Darin ist Asgard ein Land im Osten, wo Odin herrscht. Von dort reist er dann immer wieder durch die Welt und setzt in Skandinavien seine Söhne als Könige ein. Teil dieser vermenschlichten Darstellung von Odin ist dann auch noch die Erzählung von Odins Verbannung. Diese wird uns sowohl von Snorri wie auch von Saxo Grammaticus überliefert. Darin heißt es, dass Odins Brüder Vili und Ve in Odins Abwesenheit sein Reich übernahmen und seinen Reichtum aufteilten und sogar mit seiner Frau Frigg schlafen.
Bei Saxo Grammaticus heißt es dann noch zusätzlich, dass Odin durch einen Streit mit Frigg in dieses Exil gezwungen wurde, bis er zurückkehrt und seinen Thron wieder erobert. Später aber wird Odin bei Saxo noch ein zweites Mal verbannt und dieses Mal wird er für 10 Jahre in die Verbannung getrieben, weil er die Riesin Rinder mit schändlichen Mitteln verführt hatte. In dieser Zeit während Odins zweiter Verbannung herrscht dann auch der Gott Ulla, von dem wir in der nordischen Mythologie nur wenig hören, über Asgard. Nach dem Ablauf der 10 Jahre kommt Odin aber aus dem Exil zurück und vertreibt Ulla dafür, der später dann auch den Tod findet. Obwohl in diesen späten Sagen die Götter nun durch christliche Autoren vermenschlicht werden und Asgard an Orten wie Troja oder Byzanz liegen soll, deuten sie im Kern aber zumindest dennoch auf den Rest eines älteren Mythos hin. Denn häufig haben Herrschergötter mit Umsturzversuchen durch Söhne oder Brüder zu kämpfen. Zudem wird der Konflikt zwischen Odin und Ulla, wie er von Saxo beschrieben wird, als ein möglicher Hinweis auf einen realen Konflikt zwischen den Kulten von Odin und Ulla in Skandinavien gesehen. Klar belegt ist dies alles aber leider nicht. Ebenso wie Geschichten, Mythen und Rollen von Odin sind uns nun auch Kulte und Formen der Anbetung von Odin bekannt. Auf Island wurde Odin nun recht wenig verehrt und die Menschen dort bevorzugen ganz klar Thor als ihren wichtigsten Gott. Und auch auf dem kontinentalen Skandinavien weisen eigentlich nur weniger als 10% der Kultortsnamen auf einen Kult von Odin hin. Mit diesen 10% ist aber dennoch klar, dass es hier Kultorte von Odin gab. Am häufigsten finden sich diese Kultorte dann in Südschweden und Dänemark, von denen einige auch schon ein sehr hohes Alter aufweisen können. Teil der Anbetung von Odin sind dabei Darstellungen des Gottes. So soll es im Tempel von Uppsala eine Statue von Odin zusammen mit Thor und Frey gegeben haben, wo Tiere und Gegenstände und sogar Menschen geopfert worden sein sollen. Bilddenkmäler zu Ehren von Odin reichen aber noch viel weiter in der Geschichte zurück. Er ist auf Runensteinen, Brakteaten und den bereits zuvor erwähnten Votivsteinen aus dem römischen Grenzgebiet bis zurück in der Antike dargestellt und das im gesamten germanischen Raum. Neben der somit ganz klar sehr weit verbreiteten Bekanntheit von Odin und einem weitreichenden Kult dieses Gottes, wissen wir aber auch von einigen möglichen konkreten Formen des Opfers an Odin. In Uppsala sollen so vor allem im Kriegsfall Tieropfer und Gegenstandsopfer dargebracht worden sein. Ein anderer Brauch, der durch die Geschichte hinweg sehr gut belegt ist, ist dann, dass die Germanen Pferde opferten und bei einem rituellen Festmahl verspeisten. Diese Tiere waren ja nun besonders Odin geweiht. Und so dürfte das Opfer und das Essen eines Pferdes ganz besonders auch eine Form der Verehrung für Odin gewesen sein. Und eine sehr persönliche Verehrung von Odin begegnet uns dann noch in Form der sogenannten Odinsweihe in der altnordischen Literatur. Es handelt sich bei der Odinsweihe um eine ganz persönliche Bindung eines Menschen an Odin, die meist von Kriegern, in den Sagen natürlich von Helden, eingegangen wird. Odin soll sie im Kampf beschützen und ihnen den Sieg verleihen. Aber dafür sind sie auch im Tod ihm geweiht. Und wenn Odin es für richtig hält, bringt er ihnen den Tod und holt sie nach Valhalla. Ein äußeres Zeichen für diese Bindung soll auch das sogenannte Weihehaar gewesen sein. Denn die Krieger, die Odin geweiht waren, schnitten sich ihre Haare als Zeichen ihrer Bindung zu diesem Gott nicht mehr ab und trugen langes Haar. Auch die von Snorri erwähnten Berserker als Krieger Odins könnten eine Ausprägung der Odinsweihe gewesen sein. Und dann wäre da natürlich noch die häufige Erwähnung von Menschenopfer für Odin. Menschenopfer allgemein werden für die Germanen ja immer wieder erwähnt und tatsächlich war es die höchste Form des Opfers, das aber deutlich seltener vorkam, als es manche Quellen beschreiben. Aber bei den Germanen gab es sie tatsächlich und Menschenopfer waren besonders auch mit Odin verbunden. So schreibt Tacitus schon in der Antike, dass nur dem germanischen Merkur, also Odin, Menschen dargebracht wurden. Und ganz ähnlich wird es uns auch viele Jahrhunderte später für Uppsala beschrieben, dass auch dort für Odin Menschen dargebracht wurden. Dabei gab es auch eine recht spezielle Art und Weise, auf die Menschen geopfert werden sollten. Das Opfer an Odin geschah üblicherweise, indem der Mensch erhängt und dann mit einem Speer durchbohrt wurde. Ebenso wie es uns im Mythos von Odins Selbstopfer für die Runen beschrieben wird. Viele Kulte der Germanen um Odin fokussierten sich nun aber auf bestimmte Aspekte und Funktionen dieses komplexen Gottes, die regional bedeutend waren und mythologisch regional thematisiert wurden. Die Kriegerkulte von Odin, die mit Masken und Ekstase seine Hilfe im Kampf, Tierverwandlungen und Trance suchten, fokussierten sich natürlich klar auf seine Rolle als Kriegsgott und Gott der Ekstase.
Besonders alt dürfte auch die Anbetung von Odin als Gott der Heilung, des Todes und als Seelenführer sein. Seine Funktion als Herrschergott und Gott der Runen und Dichtkunst könnte sich dagegen erst später entwickelt haben. So gibt es die These, dass Odin während der Völkerwanderungszeit immer mehr Beliebtheit bei der politischen und religiösen Elite der Germanen erlangte. Zu dieser Zeit wandten sich damit Fürsten und Herrscher mehr und mehr diesem Gott zu, und so wurde Odin zu einem Herrschergott und ebenso zu einem Gott der Runen und der Dichtkunst, da diese Dinge von dieser Schicht der Gesellschaft viel eher beherrscht wurden. Damit kann man am Beispiel von Odin auch sehr gut sehen, wie sich das Bild eines Gottes über die Jahrhunderte hinweg und durch regionale Verehrung verändern und erweitern kann. Nicht zuletzt auch durch diese vielen Funktionen und durch seine große Beliebtheit bei den Skalden und sein häufiges Auftreten in Verkleidung sammelte Odin auch sehr viele Namen, die es auf jeden Fall auch wert sind, angesprochen zu werden. Denn allein die schiere Anzahl an Odins Namen ist mehr als bemerkenswert. Für diesen Gott finden sich in der Skaldendichtung nicht nur über 160 Keningar, also dichterische Umschreibungen, sondern es sind uns auch über 170 Namen für Odin überliefert. Eine ganze Reihe dieser Namen dienen Odin nun als Decknamen, wenn er verkleidet erscheint, wie zum Beispiel der Name Grimnir aus dem Grimnismal. Andere dagegen beschreiben Aspekte dieses Gottes oder weisen auf einen Mythos hin. So zum Beispiel der Name Hangatyr, der gehängte Gott, was darauf hinweist, dass sich Odin an Yggdrasil erhängte, um das Wissen um die Runen zu erlangen. Oder der Name Valtyr, Gott der Gefallenen, Hertyr, Gott des Heeres, oder Hrafnagut, der Rabengott. Und so ginge diese Liste auch noch viel weiter, bis man bei über 170 Namen wäre. Manche dieser Namen können dabei auch einiges an Verwirrung stiften. So zum Beispiel der Name Fimbulthir. Dieser bedeutet großer Gott oder gewaltiger Gott und ist einer der Namen von Odin, der in der Edda nur ein einziges Mal erwähnt wird. So taucht er in der Völuspá in der Beschreibung der Welt nach Ragnarök auf. Darin heißt es, dass die überlebenden Götter die Runen von Fimbulthir wiederfinden, womit ganz einfach die Runen und das Wissen von Odin gemeint sind. Der Name selbst als großer Gott oder gewaltiger Gott weist dabei auf Odins Rolle als Herrschergott und Allvater hin. Aber Fimbulthir wurde auch als Name von christlichen Autoren verwendet, die hier die Textstelle bewusst umschrieben und sagten, dass nach Ragnarök nur ein einziger großer Gott, eben Fimbulthir, über die Welt herrschte, was eben der christliche Gott als Fimbulthir sein sollte. Damit sollten in dieser christlichen Veränderung von Ragnarök, Ragnarök als Ende der heidnischen Zeit und als Neubeginn im Christentum dargestellt werden. Der Name Fimbulthir hat sich darüber hinaus aber auch noch durchaus selbstständig gemacht. Und immer wieder liest man online oder in Büchern, dass es einen Gott namens Fimbulthir gegeben hätte, der die Schöpfung begann und nach Ragnarök herrscht und eine Art großen Urgott der Germanen darstellt. Das alles stimmt aber ganz einfach nicht. Es gab bei den Germanen keinen Urgott namens Fimbulthir und er ist eine reine moderne Erfindung und Fimbulthir ist am Ende einfach nur einer der vielen, vielen Odinsnamen, von denen uns ja über 170 überliefert sind. Ein kleines Stück von Odin hat sich aber auch noch über die Christianisierung hinaus bis heute gehalten, zumindest in einigen modernen Sprachen, und zwar durch den Namen des Wochentags Mittwoch. Im modernen Deutsch ist dieser natürlich einfach nach der Mitte der Woche benannt. Doch der eigentliche germanische Name war einst Wodanstag. Und in einigen Sprachen ist das noch immer der Fall. So geht das englische Wednesday auf das altenglische Wodenstag zurück. Und auf dem nordischen Odinsdager wurde der moderne dänische Wochentag Onsdag basiert. Und zumindest im Plattdeutschen wäre es auch noch immer Wunstag, was auf Wodan zurückgeht. So ist Odin wahrlich in jeder Hinsicht eine sehr komplexe Figur. Kein anderer Gott in der germanischen Mythologie hat so viele Namen und Funktionen wie Odin und erscheint uns in so vielen verschiedenen Gestalten und Formen. Vom Gott der Herrscher, des Krieges, der Magie, der Runen und der Dichtkunst bis hin zum Gott von Heilung, des Todes und der Ekstase wurde er im gesamten germanischen Kulturraum von der Antike bis hin zum Ende der heidnischen Zeit in vielen verschiedenen Kulten verehrt und für verschiedenste Dinge angerufen. Seine Wurzeln hatte er aber wohl dennoch als wandernder und reitender Schamanengott der Germanen, bevor ihm die Rollen als Herrschergott und Allvater zugesprochen wurden und er wurde wohl für lange Zeit als ein sehr schamanistischer Gott von den Germanen gesehen und verstanden.
Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.